Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Mensch, Lenny, was treibt denn dich hierher in dem Baumarkt? Mich? Ach, ich wollte noch was kaufen. Und danach mal kurz zu Thomas in die Musikbude, ne? Ich brauche noch ein paar Drumsticks. Aber du, Moritz, sag mal, was treibst du denn hier um die Zeit? Mann, 8:30 Uhr, das ist absolut nicht deine Zeit. Naja, ich pass auf Werner auf und bekomme dafür jede Stunde einen Euro. Wie, du bekommst einen Euro dafür, dass du den alten Trunkenbold betreust? Meine Tante vom Amt meinte, ob ich nicht sowas mal in Betracht gezogen hätte. Und ich meine, ich habe ja nicht umsonst studiert, wa? Du bist praktisch also der erste Euro-Sozialpädagoge. Mann, ist ja heftig. Ob das rechtlich ist, Junge, das bezweifle ich. Ist mir doch relativ egal. Du glaubst ja nicht, was Werner, wenn er freitags allgemein, wenn er fertig ist mit Trinken, mir für Trinkgeld gibt. Letzte Woche, Mittwoch, waren es so ungefähr 100 Euro. Das ist ja echt heftig. Also, das ist heftig. Aber wenn das so ist, sollte ich meine Jobberaterin mal fragen, ob sie nicht für mich auch so einen 1-Euro-Job hat. Mann, vielleicht kann ich irgendwo Buchstaben tanzen. Ach, das kannst du knicken. Das wollte ich meiner als erstes vorschlagen. Außerdem hast du doch dein Jahrespraktikum in der Produktionsfirma da. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber du, eine andere Frage, mein Bester. Wo hast du Werner gelassen? Wirst du ihn noch nicht und jetzt bei Gysi in der Schenke abgeladen haben und den ersten 23 Uhr abholen? Nee, keine Angst, das könnte ich nie machen. Pass auf, Icke und Werner haben uns vorhin getroffen und Werner meinte, er bräuchte für seinen Bohrer noch so ein paar Bits und so aus dem Baumarkt. Ah, und weiter? Icke gehe mit dem zur U-Bahn und mein, komm Wernerchen, mein Bester, spendier mir mal die Karte, ne? Ich meine, du hast ja Geld für Heu. Meinst du echt? Naja, wird schon so sein. Aber was hat denn das damit zu tun, Mann? Warum ist Werner nicht hier? Ganz einfach, mein Bester. Werner meinte, er hat auch nichts mehr. Er hat gestern gegen den Deppen vom Dienst beim Skatabend in der Schenke seinen ganzen Lohn verzockt. Ah, so nennt er mich. Also, aber recht hat er, der Werner. Der hat gestern 200 Glocken verheizt und hat mich verloren. Hm? Und deswegen kann ich mir ja auch heute neue Dings kaufen. Ey, wie heißen die Dinger nochmal hier, diese Drumsticks? Ach so, du hast ihm abgezockt? Ist ja mal geilo, Alter. Hast du richtig gemacht. Aber mal weiter im Text. Wir standen dann eben da, die U-Bahn kommt. Naja, und ich gesagt so, hey, komm, Wernerchen, ist doch nichts bei. Wir gehen einfach rein. Ist doch eh nur in der Station und er babbelt irgendwas los. Bla 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 bla. Na, wie war das? Mann, musst du mich so erschrecken, Lenny? Seit wann kannst du nur Werner so gut nachmachen? Ha, ich habe ja auch 3 Wochen mit einer Socke im Mund geübt. Ach, darum hast du letztens am Telefon so komisch geklungen? Genau, also erzähl weiter. Was ist denn dann passiert? Ja, und Werner jammert die ganze Zeit in der U-Bahn rum und meint, wenn die uns kontrollieren und erwischen und so Sachen. Und ich sag, ach, Mann, Werner, da wird keiner kommen. Und wie jetzt so kommt, kam einer, oder? Genauestens, mein Bester. Ich sehe den Typen, Werner will flitzen und ich meinte, Werner, du Wernerchen, bleib mal hier stehen. Ich regel das, ich werde dem erzählen, dass der Automat nicht ging. Und das hat dir der Kartenfuzzi echt geglaubt? Na, ich bin erst einmal dahin und der Kontrolleur murmelte was gerade zu dem Kunden, den er wohl erwischt hatte. Irgendwas von mit bis zu 300 Euro für Hinweise, die zum Erfassung eines Schwarzfahrers dienen. Und wollte von ihm 40 Euro. Nee, oder? Nee, Mord. Du hast den Werner doch nicht verpfiffen, um dich aus dem Staub gemacht. Auf keinsten. Ich spreche den an und sage ihm eben, wie es gewesen ist, dass ich mich verspätet habe und ich wollte eben in Eile kein Ticket lösen. Und er so, naja, das macht eben 40 Euro. Ja, aber der Typ, der Alte da hinten, sagte ich zu dem Kontrolleur, der fährt schon die ganze Woche schwarz. Ich hab den beobachtet und der Kontrolleur kennt mich ja. Und meint, stimmt, der Alte, der ist doch die ganze Woche mit dir mitgefahren, ha? Das ist ja spannend, aber jeder Krimi-Mann. Wie ging's weiter? Ich sag zu ihm, genau, die ganze Woche, wo sie mich kontrolliert haben, hatte ich ja eine Karte und heute hat's halt eben nicht geklappt. Und da meinte er, ist ja auch okay, aber der Alte da vorne, das ist sicher ein ganz großer Fisch. Boah, wenn wir den schnappen, bekomme ich einen Bonus und sie bekommen 250 Euro. Natürlich abgezogen 40 Euro bzw. 50 Euro fürs Schwarzfahren jetzt. Wusste ich doch. Du machst vor nicht halt. Du bist und bleibst ein Weltverbesserer. Ich glaube, du verkaufst sogar deine Mutter. Weißt du was? Genau so hätte ich an deiner Stelle auch gehandelt. Ja, und was ist dann passiert? Naja, ich habe erstmal die 250 Euro kassiert, dann wir beide zu Werner. Er Werner geschnappt und zack hatte Wernerchen Handschellen dran. Dann sagte Werner irgendwas und war total aufgeregt. Das hat natürlich niemand verstanden, nicht mal Icke. Ja, wenn Werner schnell blubbert, versteht den eh keiner mehr. Das sage ich ja immer schon. So ist es. Naja, ich frag den Kontrolleur, was sie nun mit Werner machen und was mit ihm passiert. Und der, naja, der wandert erstmal 3 Monate in den Knast. Krass, also ist doch nichts mehr mit deinem 1-Euro-Job. Aber selbst wenn du innerhalb von 30 Minuten so viel verdienst wie andere in 2 Monaten bei einem 1-Euro-Job, dann... Denkst du, ich hab das gemeldet? Natürlich nicht. Ich besuche den Werner einfach jeden Tag zu den Besucherzeiten im Knast und lass mir die Zeiten von Werner unterschreiben. Ich glaube, in 6 Monaten braucht Werner einen guten Arzt. Auf Dauer hält er doch nicht durch. Stimmt, und das Geilste, dann, wenn es soweit ist, mach ich seinen Krankenpfleger, ey.
großes Thema. Krasse Sache. Und meinst du echt, der muss 2 Monate drin bleiben, bei Trockenbrot? Nee, auf keinsten. Der kommt die nächste Woche auf Bewährung frei. Der muss halt eben nur 300 Euro bezahlen. Zum Glück gibt's dann neues Geld. Ja, aber lass uns mal weitergehen, Mann. Ich muss dann rüber zu Thomas' Musikbude. Ich brauch die Drumsticks. Warum Drumsticks? Spielst du in einer Band am Schlagzeug? Nee, nix mit Band. Ich soll nächste Woche bei der Obdachlosenlotterie irgendwas mit der Lostrommel machen. Und da dachte ich, wenn dann richtig, ne? Dann kaufe ich mir ein paar neue Drumsticks. Mit meinen alten kann man ja nicht mehr viel machen. Ich habe auch schon gehört, dass eine Kabeltrommel besser sein soll. Nee, lass mal sein. Auf Kabel habe ich keinen Bock mehr. Vor allem Berlin. Du bist so wunderbar.